Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas und Playgeddon. Ja, und in der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben, beziehungsweise wir sind runtergesprungen. Wir haben uns gefragt, wie kommen wir hier hoch, denn man kann hier keine Aktion machen oder sowas in der Art. Und ich habe echt auch gar keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Ich meine, hier ist auch nichts, das man irgendwie aufheben kann. Achso, okay, ich dachte schon. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da... Okay, hab's verstanden. Ellie musste natürlich runterkommen. Was sie am Ende der letzten Folge ja nicht getan hat. Menschenskin. Oh. Ah, das kann wehtun, das kann wirklich wehtun. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Oh. Ah. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Ah, die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Und ich hoffe mal, dass hier unten irgendwie nicht solche Wasserzombies oder sowas sind. Okay. Wohin jetzt? Falls es das hier geben sollte. Ich weiß, dass man so die Taschenlampe bedienen kann. Okay, das könnten wir wieder gebrauchen. Das sind nützliche Gegenstände hier in The Last of Us, die man wirklich immer gebrauchen könnte. So, hier ist ein Stromraum oder sowas in der Art. Die Dinger kann man natürlich nicht aufheben. Dann würde ich mal in Richtung Exit gehen, was ich vorhin gesehen habe. Was war das für ein Geräusch? Oh oh. Erwarten uns hier etwa Feinde? Oh, Jesus Maria, Mann. Okay, Kreis zum Tauchen und X zum Auftauchen. Ja gut. Die Frage ist... Ah. Wir tauchen nochmal auf, schnappen Luft und jetzt geht's runter. Alter. So. Ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar. Wenn man hier unten am... Oh Gott. Tauchen ist, kann man hier wieder... Oh fuck. Okay, hier müsste man eigentlich wieder hochtauchen können. Luft sammeln und dann geht's gleich wahrscheinlich weiter. Und ich hoffe mal, dass hier wirklich keine Zombies sind, denn Unterwasserkämpfe könnten wie das Tor umgehen. Problematisch werden. Hier geht's wahrscheinlich runter. So, Joel, runter! Nee, geht's nicht runter, okay. Ja, gut. Die Frage, wo geht's dann lang? Hier oben an der Decke scheint nichts zu sein, wo man sich irgendwie hochklettern könnte, hochhangeln könnte. Aber wie gesagt, da oben ist nichts zu sehen. Und hier oben vielleicht? Das gibt's ja auch manchmal die Möglichkeit. Nee. Scheint auch keine Klettermöglichkeit zu sein. Puh. Jetzt beginnt der Rätselspaß in diesem Spiel. Okay, das ist Milch oder sowas gewesen. Okay, da liegt Alkohol oder sowas in der Art. Munition, Zahnräder, Alkohol. Messer haben wir voll. Schade aber auch. Denn Messer sind eigentlich immer gut. Okay, hier können wir nicht in unser Inventar gehen, beziehungsweise... Messer oder sowas in der Art bauen, ist ja auch relativ klar. Wir sind im Wasser. Okay, wir müssen abtauchen. Nein. Oh Gott. Ich komme immer. Jetzt tauch hoch, schnapp Luft und jetzt geht's runter. Na komm, kannst du bitte... Nee, natürlich nicht. Jetzt können wir wieder hochtauchen, weil es keinen Sinn hat. Wir haben zu wenig Zeit, um uns dann unten zu erkunden. Und deswegen müssen wir wieder hochtauchen. Jetzt geht's wieder runter. Hopp. Da geht's lang. Beziehungsweise.
sag nicht, dass wir hierher gekommen sind. Wenn ja, wäre das ein bisschen blöde. Kannst du bitte weiter... Tauch doch! Oh, die Steuerung beim Tauchen ist echt zum Kotzen. Sind wir hergekommen? Ja, oder? Verdammt aber auch. Nee, oder doch? Nee, wir sind hier nicht hergekommen. Verdammt, Sporen. Ja, wenn hier Sporen sind, heißt es etwa, dass hier auch ein paar Infizierte sind? Im ersten Augenblick. Oh, Mist. Wow. Was ist das denn? War das Ratten? Hoffentlich können die uns nicht töten. Das wäre nicht so optimal, wenn die das wirklich könnten. Okay, unsere Gesundheit ist voll. Was ist das denn? Okay, das ist irgendwie... Okay, liegt auch noch was? Eine Flasche? Liegen doch auch einige Dinge. Ich muss sagen, gerade wird das Spiel gruselig. Zum ersten Mal. Na gut, habe ich gesagt, dass es... angenehm wird. Jetzt müssen wir einen Weg nach oben finden. Aber wie gesagt, es kann problematisch werden. Okay, hier sind auch wieder... okay, eine Treppe. Eventuell die Treppe, die uns zu Ellie führt. Aber wir müssen gucken, wo die Treppe lang führt. Kann man hier rein? Ja, gut. Das ist sehr gut, dass man hier rein... Die Frage ist auch, was sind das für Geräusche? Na, noch mehr Sporen. Ich hoffe mal, wir geraten nicht. In ein Zombie-Hauptquartier. Oh, Pillen, das können wir auch immer wieder gebrauchen, um uns einige Fähigkeiten zu verbessern. Beziehungsweise vielleicht auch das Leben. Diese Geräusche beunruhigen mich. Oh, das waren wir. Ich dachte schon gerade, ey. Puh, die Atmosphäre wird wirklich immer besser in diesem Spiel. Wir finden immer mehr Dinge hier. Ein Kumpel von mir hat mir auch erzählt, dass man nach einer Zeit irgendwie beinahe überall Dinge findet, die man dann immer aufheben sollte. Mann! Die Frage ist jetzt, warum will das Spiel, dass wir die Taschenlampe ausmachen? Ich sehe kaum was. Es tut mir wirklich leid, aber mir fehlt momentan echt die Sprache. Es ist zwar ein Horrorspiel, aber nicht das Horrorspiel, wo man viel Angst bekommen könnte, oder? Ich sehe hier aber auch nirgendwo Gegner. Das wundert mich. Ja, da waren wir wahrscheinlich schon drin, ne? Okay, hier scheint auch niemand zu sein, bis auf viele Sporen. Boah. Ich muss die Taschenlampe anhaben, Mann. Ich sehe sonst... Oh, was sind das für Geräusche? Das ist gruselig. Die Frage ist auch, warum will das Spiel, dass wir... Na los. Ah!
Oh Gott. Woher? Oh, fuck. Ah, super. Jetzt weiß ich, wieso das Spiel wollte, dass wir die Schnauze halten. Unmöglich sein, dass die Runner uns gesehen haben. Gott. What the? Erschreck mich doch nicht so. Ah, fuck. Das ist richtig gruselig gerade, Mann. Mann, aber auch! Okay, jetzt können wir die Taschenlampe wieder anhaben, oder was? Es tut mir gerade wirklich leid, wenn ich solche Ausdrücke benutze, aber... Das wird gerade wirklich schon gruselig. Viele Schläge, die aber auch aushalten. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Ah. Will uns jemand grüßen? Wir müssen damit sicher... Was? Sehen die uns alle, oder sind die irgendwie... Was anderes außer Boxen fällt mir momentan nicht ein, weil die so schnell sind. Die sind irgendwie komisch. Das ist eine Mischung aus Wanna und Klicker. Ei. Sind wir hier hochgekommen? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Boah, das wird gerade spannend. Das wird gerade echt spannend. Die Frage ist auch, wo ist die Schlüsselkarte? Ich habe echt gar keine Ahnung. Es ist das allererste Mal im Spiel, wo ich null Orientierung habe. Das erste Mal im Spiel, wo ich wirklich gerade Gänsehaut hatte. Weil diese Dinge einfach aus dem Nichts kamen. Ich meine... Oh, die können hier hochlaufen. Ich glaube, ich nehme Medikit. Beziehungsweise mache eins. Ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Und Sicherheit geht vor. Da hinten ist was. Kann man schlecht rüberklettern. Schlüsselkarte benötigt. Ich habe keine Schlüsselkarte, Mann. Hier rüber jumpen kann man nicht, oder? Nee. Scheint nicht so. Das heißt also, wir müssen die Schlüsselkarte finden. Ah, Mist. Hier unten war doch noch was zum Heilen. Ah.
Das heißt, wir müssen jeden Raum durchsuchen und nach einer Schlüsselkarte suchen. Wenn wir die gefunden haben, wäre schön. Ich hoffe mal, dass jetzt keine Zombies mehr kommen aus dem Nichts. Die uns dann Angst machen. Oh Mann, das kam... was ist das denn? Achso, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Wow. Fuck this shit. Woher kommen die alle, Mama? Oh, von hinten schon wieder. Oh nein, nicht so ein Klicker-Oberboss. Nicht so ein Klicker-Oberboss. Nicht so ein Klicker-Oberboss. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ein Klicker-Oberboss, Mann. Nee. Yo, wahrscheinlich. Jetzt weiß ich, wieso diese Hammer-Atmosphäre kam. Oh Gott, ich muss... Oh Mann, ich muss ganz kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. 16 Minuten. Jetzt weiß ich... Ah, okay, ich hab's verstanden, Spiel. Hab's verstanden. Fuck, fuck, fuck. Die sind richtig stark. Die sind verdammt stark. Ich meine, ich hab das Spiel auf normal gestellt, nicht schwer oder Hard Mode oder sowas. Und ich merke trotzdem, dass ich Probleme bekomme. Okay, du willst mich auch boxen? Bitte? Oh, schon... Okay, das wird lange dauern. Ich weiß nicht, ich habe echt gar keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. In der Highschool war er ein geringeres Problem. Wisst ihr wieso, Freunde? Weil da nur zwei Runner waren, die mir nicht so große Probleme gemacht haben. Das Problem ist auch, ich kann mich hier nicht mit jedem boxen. Das dauert zu lange. Das dauert viel zu lange. Da hinten ist er schon. Oh, ich sehe nichts. Brüll weniger rum. Ich versuche jetzt mal deine Kumpan zu erwischen. Ist er da oben? Oh, verdammt. 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 Lauf. Lauf. Lauf weiter. Der Oberboss ist da. Und hier sind... Wenn der Oberboss alleine ist, habe ich weniger Probleme. Ich muss nur noch einen Klicker zerstören. Da ist der. Boxen wir. Wir boxen ihn einfach, bevor er uns boxen kann. Ganz einfach. Oh. Das scheint mir deutlich gemeiner zu sein. Oh, wie soll ich das am besten... Molotows, genau. Wo ist der hin? Was? Fuck. Er ist der Klicker-Oberboss. Er kann uns nicht hören. Er kann uns hören, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Wir locken ihn her. Da oben ist er, ja. Molotow da oben hin. Er soll brennen. Er brennt für mich. Ist er tot? Oh. Okay. Oh. Hätte ich in der Highschool auch mal so anstellen sollen, aber wie gesagt, es ist jetzt vorbei. Und ich würde gerne zu Ellie. Denn alleine macht mir der Ort hier Angst. Und es ist schlimm. Und was war das schon wieder? Boah. Dieser Teil des Spiels ist schlimm. Hier scheint aber kein Gegner zu sein und ich bin gerade total sprachlos. Das habe ich so selten, das wird auch eine XXL-Folge, denn ich will das nicht in zwei Folgen packen, weil das nach einer Zeit total langweilig wird. Wo geht's denn hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Es ist hier dunkel. Das Spiel macht mir Angst. Hier bin ich darauf vorbereitet, dass es jetzt so wird. Ich habe auch keine Ahnung, wo es lang geht. Vielleicht wieder an den Sporen vorbei. Ja, da nicht. Da ist der Klicker-Oberbus gestorben. Okay, die Tür ist offen. Ah, nee, Schlüsselkarte. Wo kann denn die Schlüsselkarte sein? Im Notfall muss ich die gleich alleine suchen, während ich das rauscutte. Ich cutte das mal raus und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, hab's gefunden. Nach einer längeren Suche habe ich's endlich gefunden. Und zwar hier in der Nähe. Ich heiße nicht umsonst El Blindo. Beziehungsweise manche nennen mich so, weil ich beinahe alles übersehe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so. So, jetzt können wir die Schlüsselkarte benutzen und wir können durchgehen. Geschafft. Hoffen wir, dass wir Ellie bald wiedersehen. Ich würde auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von Ich muss zu Ellie. The Last of Us und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.